Ich will hier raus. Vergiss es. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ach, nichts. Dann störe auch nicht. So, Frühstück. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Warum eigentlich Pfeffer? Das verstehe ich nicht. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Ich habe gerade die Archive bekommen, wie das ihn macht. Freude, der Klostein. Ja, ja. So, was können wir denn da jetzt... Wir können hier nichts tauschen. Wir können nur tauschen, wenn wir an dem Ding stehen. Ah, oh Gott. Können wir hier... Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Ah, wir müssen auf den Teppich kotzen. Schön. Der Hunger treibt's rein. Einwandfrei, Klostein. Jawohl. Und ein bisschen Pfeffer. Kaffee, was oder? Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Sehr schlaue Aussage. Ja, ich gebe das mal ihm. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Wart's ab. Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Ja, iss doch mal, oder iss selber. Was soll das da? Was ist das? Irgendwer muss das essen. Kann ich das dem geben? Hehe, hallo. Was denn nun schon wieder? Also nichts für ungut, aber dieses Essen hier ist ungenießbar. Wir sind ja auch nicht zum Genießen hier. Das ist eine Zumutung. Ich will mich auf der Stelle beim Küchenchef beschweren. Na gut, aber machen Sie schnell. Was für ein Dummkopf. Und, was sagt er? Er hat sich entschuldigt und mir sogar die Küche gezeigt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, Essen für Sträflinge zuzubereiten. Ich kann Ihnen sagen. What the fuck? Ich hasse dich. Ach, geil. Hä, warum? Ich werde mich nie wieder über Gefängnisessen beschweren. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, Essen für Sträflinge zuzubereiten. Ich kann nicht. Ja, aber was soll das denn jetzt? Jetzt war... Oh Gott, Rufus. Hey. Mann. Hallo. Uhuhu. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm. Oh Mach Gott. Nicht. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter. Wir haben hier aber auch keinen... Ne, wir haben ja nichts mehr, glaube ich. Naja... Kaffee. Teppich. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Putzibot. Ja, na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Das Ding. Staubbeutel, oh. Und jetzt? Staub. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Hallo, Teppich. Als hätte ich... Ach so. Staub. Yeah. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit.
Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Es könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Ja, voll Idiot. Na, schmeckt der Klostein? Jawohl. Schön. Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Hast mich vergiftet. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. So, Herr Wachmann. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! Ciao. So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. So, dann gehen wir doch mal, oder? Ciao. So ein dummer Typ. Schlafender Organon. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Ja, runterschubsen wäre doch geil, oder? Oh, Mann. Von hier oben sieht Deponia eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Oh. Rohrpostschacht? Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Warum? Ach, guck mal da. Oder hier, eine Zahnbürste. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Auch noch wählerisch. Zurück zum Zellenblock. Ach so. Komm hier durch. Ach, ich komme hier durch. Das wusste ich gar nicht. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Gut, dann halt nicht. Kiste. Ah, natürlich. Antragsformular 27-. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Alles klar. Verstehe ich. Habe ich verstanden. Ja. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ersatz IRG. Holler-55. So. Ach so. Okay. Was ist jetzt passiert? Was ist der Antragsformular? Türsensor. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Ja, dann mach mal da. Den krieg ich gar nicht. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm.
Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Natürlich später. Wir haben hier auch nichts zu tun. Hochboot. Wow. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Das ist ja mal mega. Sieht voll cool aus. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Ja, natürlich. Ja, ist was? Okay. Oppenbot. Der Organon rückt... Okay, ich kann ja nichts tun. Ich kann ja nur weitergehen. Nee, oder? Stör ich? Ruhig! Welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Oh. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini, vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Wer fehlt denn? Wer soll denn jetzt bitte fehlen? Ah, da wäre jetzt gar kein Bock drauf. Oh. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Ja, ich habe ja... Wait, do it again. Ich habe doch den blöden Schraubenschlüssel angefordert, Mann. Eine Kurbel. Ja, die brauchen wir. Können wir mal nicht wegnehmen. Janosch, du alter Kumpel. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Rubusch. War noch gleich der Plan. Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er dir... Oh, darum ist doch... Kein Kommentar. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Ich find's lustig. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Der ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Es ging ja einfach. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Ach, geil.
Bis später. Sei bitte vorsichtig. Ja, klar. Das machen wir. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Lässt sich das schwer biegen. Ich hoffe, dann kommt bald mal was. Bitteschön. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Ja, natürlich. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Toll. Genau, das brauche ich. Aber ich kann ja... Praktisch. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Okay. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Ah, wir müssen noch jemanden holen. Zum Zellenblock. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Cooler Spruch. Rohrpostschacht, hier bitte. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Schraubenzieher. Ja, also passt doch. Dann holst du jetzt nochmal ein Antragsformular, dann holen wir jetzt nochmal was anderes. So. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Hier. Hallo? Was ist denn das? Das funktioniert nicht. War ja klar. Oh Gott. Kann ja alles so einfach sein hier. Soweit so was. Hallo? Was ist denn das? Ach so. Oh, natürlich. Okay, dann gehen wir mal wieder. Nochmal, warum bin ich so müde? Zellenblock weiß ich nicht. Bring dir nochmal alles zurück. Du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na ich. Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Ah, natürlich. Oh ja, also nicht weiter. Na gut. Dann gehen wir mal wieder dahin. Ja, wir haben irgendwie keine Möglichkeit, da reinzukommen. Oh, der schlafende Typ. Können wir mit dem irgendwas machen? Er schläft wie ein Baby.
Was genau genommen noch besser so ist. Ja. Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste sein. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Nipponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Osterhell ist dann mal weg.